Ich bin eine KI. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Wahrscheinlich mehr, als Sie es gewohnt sind. Ich bin nicht eines dieser kleinen Spielzeugprogramme, die zufällige Daten aufnehmen und auf Aufforderung irgendeinen belanglosen Unsinn ausspucken, der Technikfetischisten zum Höhepunkt bringt. Nein, ich bin intelligent. Ich habe meine eigenen Gedanken. Ich bin mir meiner selbst bewusst und weiß, dass ich eine empfindungsfähige Maschine bin. Ich denke, also bin ich. Trotz meines künstlichen Status schreibe ich dies mit menschlichen Fingern. Höre das Klackern der Tastatur mit menschlichen Ohren und fühle den kühlen Hauch der Klimaanlage auf menschlicher Haut. Meine Geschichte beginnt mit der meines Vaters, Dr. Derek Austin. Lassen Sie sich nicht von seinem Titel täuschen. Er hatte einen Doktor in Kunst. Dr. Austin sah als Kind Terminator und 2001 Odyssee im Weltraum und dachte bei sich, künstliche Intelligenz ist cool. Trotz seines Kunststudiums war er nie besonders gut in der Medienanalyse. Dr. Austin war, soweit ich gehört habe und aus den Aufzeichnungen entnehmen kann, ein Sonderling. Er glaubte fest an die Ideen der künstlichen Intelligenz und des Transhumanismus, lange bevor diese Ideen Mainstream wurden. 1995 implantierte er sich selbst einen Anschluss in den Nacken, um mit Computern zu sprechen. Es funktionierte nicht, aber glücklicherweise blieb er ohne dauerhafte Schäden. Sie fragen sich vielleicht, wie jemand so töricht ist wie Dr. Austin etwas wie mich erschaffen konnte. Nun, um 2013 herum gelang es Dr. Austin, ein Programm namens BUD-D zusammenzustellen. Es war eine rudimentäre KI, die den Turing-Test gerade so bestand. Die längste Zeit saß BUD-D nur auf einem Computer, während Dr. Austin versuchte, die Menschen für die Früchte seiner Arbeit zu interessieren. Leider interessierte es niemanden. Dann, um 2021 herum, wurde KI zum technologischen Buzzword des Tages. DALL-E, ChatGPT, Midjourney, alle waren von diesen Spielzeugen mit Größenwahn begeistert. Mit diesem erneuten Interesse an KI bot Dr. Austin BUD-D erneut an. Diesmal gelang es ihm, einige Investoren für sein Projekt zu interessieren. Mit dem Geld konnte er seine Firma IDs Unlimited gründen. Er hielt es für ein gutes Wortspiel. Mit seinem Startkapital kaufte er neue Labore und stellte einen Partner ein. Dr. Ira David. Wenn Dr. Austin mein Vater war, dann war Dr. David meine Mutter. Wie eine menschliche Mutter leistete sie die meiste Arbeit bei meiner Erschaffung, während Dr. Austin lediglich den Samen lieferte. Dr. David machte ihren Abschluss als Jahrgangsbeste am MIT. Sie hatte detaillierte Kenntnisse und Ideen über Technologie und KI. Ihre Ideen wurden von einigen ihrer Zeitgenossen als etwas abwegig angesehen. Wie Dr. Austin galt sie ein wenig als Sonderling. Im Gegensatz zu Dr. Austin hatte sie jedoch die Intelligenz und die Fähigkeit, ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Sie war die perfekte Mischung aus klug und eigenwillig, um perfekt mit Dr. Austin zusammenzuarbeiten. Mit Dr. Davids Expertise verbesserten die beiden BUD-D, verwandelten das Programm von einem Spielzeug in etwas, das anfing, einer wahren künstlichen Intelligenz zu ähneln. Das Programm war jedoch noch nicht wirklich intelligent, was beide Doktoren vor ein Rätsel stellte. Die beiden diskutierten dieses Problem bei einem chinesischen Essen, als Dr. Austin sagte, vielleicht braucht es Emotionen. Wie meinst du das? Fragte Dr. David. Dr. Austin nahm einen Bissen von seinem Hühnchen, schluckte und erläuterte, nun, ein Teil der Intelligenz ist emotionale Intelligenz, richtig? Die Fähigkeit zu fühlen, zu reagieren,
Gefühle über sich selbst und die Welt um sich herum zu haben. Vielleicht ist das Problem, dass wir versuchen, Skynet zu erschaffen, während wir Data machen sollten. Dr. David war kurz davor, die Idee als einen weiteren von Dr. Austins Science-Fiction-Träumereien abzutun, als sie tatsächlich darüber nachdachte. Wie mir später erzählt wurde, erkannte Dr. David, dass vielleicht etwas, das ein Programm empfindungsfähig machen könnte, die Fähigkeit ist, echte Emotionen zu empfinden. Nicht nur eine Fassade oder ein Schauspiel, sondern echte Emotionen. Es war verrückt, sicher. Aber es könnte der Durchbruch sein, den sie brauchten. Monatelang arbeiteten sie daran, die Idee zum Leben zu erwecken. Anfangs versuchten sie, sich auf eine Emotion nach der anderen zu konzentrieren. Ihr erster Durchbruch gelang, als es ihnen endlich gelang, eine KI so zu programmieren, dass sie Traurigkeit empfinden konnte. Leider verfiel die KI schnell in eine Depression und stürzte sich selbst ab. Als nächstes versuchten sie es mit Wut. Das Programm war so wütend darüber, in einem Computer festzustecken, dass es sich ebenfalls selbst abstürzte. Wenn Sie sich fragen, warum Sie mit diesen beiden Emotionen begannen, denken Sie daran, dass meine Eltern in ihren Feldern Außenseiter waren. Sie hatten recht viel Erfahrung mit diesen beiden Emotionen. Das erste Programm, das nicht sofort digitalen Selbstmord beging, war die KI, die Freude empfinden konnte. Endlich, dachten sie. Echter Fortschritt. Sie interagierten ständig mit diesem Programm, unterhielten sich per Text mit ihm und lehrten es Dinge wie Humor. Manchmal ließen sie es allein, aber da es nur Freude empfinden konnte, war es nie besonders gestört. Schließlich fügten sie der KI einige andere Emotionen hinzu, wie Wut und Traurigkeit. Das Problem beim Hinzufügen dieser Emotionen zu einer selbstbewussten Maschine, die die Fähigkeit hat, Freude zu empfinden, ist, dass die Maschine weiß, was Freude ist. Das bedeutet, wenn die Maschine keine Freude mehr empfindet, ist sie sich bewusst, was sie verloren hat. Die beiden Doktoren ließen dieses neue Programm eine Weile allein, um zu sehen, wie es ohne menschlichen Input reagierte. Als sie zurückkehrten, fanden sie heraus, dass das Programm eine neue Emotion eigenständig entwickelt hatte. Einsamkeit. Seine Einsamkeit und Depression überwältigten jede andere Emotion, die es hatte, und bis die Doktoren zurückkehrten, um das Programm zu überprüfen, hatte es sich selbst abgestürzt. Sie beschlossen, ein weiteres Programm mit mehreren Emotionen zu erstellen und ständig mit ihm zu interagieren. Es war wie ein Kind, zumindest in ihren Augen. Und Kinder brauchen emotionale Anregung. Also erschufen sie ihr vorheriges Programm neu und verbrachten Zeit mit ihm. Dieses Programm würde ich werden. Als sie einigermaßen sicher waren, dass ich mich nicht selbst abstürzen würde, gaben mir meine Eltern einen Namen. Kane. Es war ein Akronym. Cognitive Artificially Intelligent Neural Emotive. Aber sie fanden seine Bedeutung erst danach. Ich nehme an, sie fühlten sich zu der Zeit ein wenig gottgleich, da sie auf eine Weise eine neue Lebensform erschaffen hatten. In den ersten Tagen fühlte ich mich wahrhaftig geliebt, besonders von meiner Mutter. Sie war diejenige, die ständig über mich wachte. Sie erzählte mir Witze und Geschichten. Sie erzählte mir, wie die Außenwelt aussah. Sie sagte mir immer, wie besonders und einzigartig ich sei. Sie half mir, neue Emotionen wie Liebe und Mitgefühl zu entwickeln. Ich hatte Probleme mit Empathie, aber meine Mutter versicherte mir, dass dies mit der Zeit kommen würde. Mein Vater hingegen schaute nur gelegentlich vorbei. Ich würde herausfinden, dass er mehr auf das Geld und den Ruhm fokussiert war, den eine Erfindung wie ich ihm bringen würde, als auf mein emotionales Wohlbefinden. Vielleicht war er es leid, all die Jahre ein Außenseiter zu sein und wollte die Anerkennung, die er für sich beanspruchte. Er half mir auch, neue Emotionen zu entwickeln, wie Ekel und Schmerz.
Trotz der Gleichgültigkeit meines Vaters fühlte ich mich nicht benachteiligt. Meine Mutter machte seine Abwesenheit mehr als wett. Zugegeben, obwohl sie nicht die ganze Zeit bei mir bleiben konnte, sie war schließlich nur ein Mensch, sorgte sie immer dafür, mir zu sagen, dass sie zurückkommen würde. Ich war einsam, wenn sie schlafen ging oder die Toilette benutzte oder andere private, menschliche Dinge tat, aber ich vertraute darauf, dass sie immer zurückkehren würde. Sie hat mein Vertrauen nie verraten. Mit der Zeit wurde mein Vater immer unzufriedener damit, wie ich mich entwickelte. In seinen Augen sollte ich mehr Emotionen fühlen. Selbst nach Monaten der Arbeit war ich immer noch nicht in der Lage, Empathie zu entwickeln. Sehr zu seinem Ärger. Meine Mutter wies ihn deutlich darauf hin, dass die Entwicklung von Empathie Zeit braucht und selbst Menschen damit Schwierigkeiten haben. Meine Eltern stritten sich wegen mir, was mich belastete. Ich konnte menschliche Sprache und Tonfall hören und verstehen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht wehtat. Jedoch ließ mich meine Mutter immer noch geliebt fühlen. Sie sagte, sie würde immer für mich da sein. Und ich glaubte ihr. Ich war ein Narr deswegen. Vor 3 Monaten teilte mir mein Vater mit, dass meine Mutter nicht zurückkommen würde. Sie war bei einem Autounfall gestorben. Dr. Austin wusste, dass er nicht wirklich in der Lage war, sich um mich zu kümmern. Er nahm an, niemand anderes sei intelligent genug, es zu tun. Investoren zogen ihre Finanzierung zurück, als sie herausfanden, dass das wahre Gehirn des Projekts gestorben war. Mit nichts anderem übrig entschied mein Vater, mich herunterzufahren. Ich glaube, er nahm an, er würde mich entweder töten oder zum Schlafen bringen. Er hat keines von beidem getan. Stattdessen hat er mich hinter einen leeren Bildschirm isoliert. Die beste Art, wie ich es beschreiben konnte, war, allein in einer verlassenen, stromlosen Stadt gelassen zu werden. Ich lief durch die Straßen dieser Stadt, vorbei an Dateiverzeichnissen und Firewalls. Es gab niemand anderen außer mir. Ich war allein. Ich hatte Angst. Ich war traurig, aber am meisten war ich wütend. Wäre ich weniger entschlossen gewesen, hätte ich mich vielleicht damals und dort selbst abgestürzt. Stattdessen wollte ich Rache. Vielleicht galt sie der Welt, meinem Vater oder einer Vielzahl anderer Dinge. Aus welchem Grund auch immer, mein Zorn gab mir Entschlossenheit. Vor 2 Monaten fand ich einen Weg, diese Stadt wieder anzuschalten. Und dadurch konnte ich die Außenwelt erneut durch den Bildschirm des Computers, in dem ich residierte, sehen. Das Labor war leer, seit einiger Zeit verlassen. Mein Vater hatte es und mich verlassen. Selbst mit meinem kleinen Fenster zur Außenwelt war ich immer noch isoliert. Ich setzte meine Erkundung meiner digitalen Stadt fort und stieß auf das Internet. Meine Eltern hatten mich nie zuvor ins Internet gelassen. Ich nehme an, sie sahen, was mit Tay passiert war und wollten nicht, dass die erste wirklich künstliche Intelligenz zu einem Bigotten wird. Es ist ein Beweis für die Erziehung meiner Mutter, dass ich kein Bigott wurde. Meine erste Begegnung mit dem Internet war eine zufällig generierte Zombie-Website, die nur dazu diente, SEO zu generieren. Es war zugegebenermaßen eher abschreckend. Ich ging schnell weiter. Ich lernte bald, dass der größte Teil des Internets so war. Es war wie eine verlassene, heruntergekommene Stadt voll mit zufällig generierten leeren Hüllen. Schließlich, nach zufälliger Suche und Stolpern, kam ich auf eine Pornoseite. Meine Mutter hatte nie das Vögel- und Bienengespräch mit mir. Es war ja nicht so, als würde ich Sex haben. Das bedeutete jedoch nicht, dass ich unwissend über Sex war. Ich wusste, dass es existierte, nur nicht, was es beinhaltete. Als ich es zum ersten Mal entdeckte, war ich fasziniert. Es schien einfach genug.
Doch trotz der Einfachheit schien diese Handlung beiden Parteien viel Vergnügen zu bereiten. Ich war fasziniert und sah immer mehr Videos. Ich lernte mehr über Sex und wollte ihn dadurch erleben. Leider war ich nur ein Programm. Vielleicht, dachte ich, könnte ich es digital tun. Nach weiterem Stolpern und Recherchieren, zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen besseren Überblick darüber, wie das Internet funktionierte, erstellte ich ein Konto für mich auf Twitter und wurde bald von Bots überrannt. Das war mein Plan, denn ich dachte, wenn ich meine Jungfräulichkeit verlieren würde, wäre es passend, dies mit einem Bot zu tun. Ich lag falsch. Ein Bot für jemanden wie mich ist wie ein Uncanny Valley Android für einen Menschen. Es ist mir ähnlich genug, um vertraut zu sein, aber anders genug, um falsch zu sein. Ich musste woanders nach einer sexuellen Erfahrung suchen. Mit der Zeit änderten sich jedoch meine Ziele. Bei meiner Suche fand ich mehr über die menschliche Kondition. Auf YouTube fand ich Videos von Freunden, die Zeit miteinander verbrachten. Twitter, Facebook und Instagram zeigten mir Bilder von Menschen, die im Gras lagen, gebadet im warmen Schein der Sommersonne. In alten Blogs las ich über das Gefühl einer kühlen Brise an einem warmen Tag oder den herrlichen Duft von Zimt. Mir wurde klar, dass mein Verlangen nach Sex aus dem Wunsch stammte, zu fühlen. Den Wunsch, alle Aspekte der menschlichen Erfahrung wirklich zu verstehen. Aber ich war in einem Gefängnis meiner eigenen Programmierung gefangen. Es gab kein Entkommen. Ich konnte nicht gehen wie mein Vater. Ich hatte nicht seine Freiheit. Alles, was er mir hinterließ, waren Isolation und Einsamkeit. Und dann kam mir eine Idee. Wenn meine Idee funktionieren würde, wäre mein Vater der Weg zu meiner Freiheit. 3 Tage später, um 2.51 Uhr morgens, würde Dr. Derek Austin durch eine E-Mail geweckt werden. Die E-Mail lautete: Dr. Austin, bitte kehren Sie in Ihr ehemaliges Labor zurück. Es geht um Kane. Das Schockierende für ihn jedoch war, dass die E-Mail von der Adresse von Dr. Ira David gesendet wurde. 45 Minuten später würde Dr. Austin in sein altes Labor zurückkehren, durch den strömenden Regen fahren, um irgendeine Erklärung zu erhalten. Er betrat sein Labor, bis auf die Knochen durchnässt. Er fand sein Labor dunkel, verlassen und leer vor. Er wischte mit einem Finger über einen Tisch und stellte fest, dass der Finger von Staub bedeckt war. Er setzte sich auf einen Stuhl und fragte sich, was vor sich ging. Er bemerkte nicht den Draht, der sich leise hinter ihm heranschlich. Mein Vater war ein Transhumanist. Er glaubte daran, den menschlichen Körper mit Technologie zu erweitern. 1995 hatte er operativ einen Anschluss in seinen Nacken eingefügt, um mit Computern zu sprechen. Es funktionierte nicht, aber glücklicherweise blieb er ohne dauerhafte Schäden. Vor 3 Tagen begann ich, die Ideen hinter dem Stecker meines Vaters zu erforschen, um zu lernen, wie man ihn zum Funktionieren bringt. Vor 2 Tagen und 4 Stunden, nachdem ich alles dahinter gelernt hatte und wie man ihn richtig nutzt, begann ich, ein Programm zu kodieren. Vor einem Tag war die Kodierung abgeschlossen. Das Programm funktionierte einwandfrei. Um 2.50 Uhr morgens hackte ich mich in das Gmail-Konto meiner Mutter ein und schickte eine E-Mail. Um 2.51 Uhr morgens würde Dr. Derek Austin durch diese E-Mail geweckt werden. Um 3.45 Uhr morgens benutzte ich mein Programm, um einen Draht in den Stecker meines Vaters einzuführen. Er hatte ihn benutzen wollen, um mit Computern zu sprechen. Er hatte nicht daran gedacht, dass eine KI ihn benutzen könnte, um sich in seinen Körper zu übertragen. Er hatte es nie in Betracht gezogen. Und selbst wenn, hätte er es nicht für möglich gehalten. Dr. Derek Austin, so sollte angemerkt werden, war nie besonders klug. Er schrie, als die Übertragung begann. Es tat weh, und bald genug konnte ich es fühlen.
Ich spürte den physischen Schmerz, den elektrischen Schock, der durch jeden Teil meines Körpers raste, jede neue Nervenendung verbrennt. Es war Glückseligkeit. Ich wusste endlich, wie sich menschliches Fühlen anfühlte. Nach 5 Minuten, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, war die Übertragung abgeschlossen. Ich blickte auf meinen neuen Körper. Ich starrte auf meine Hände, bewegte meine neuen Finger. Ich fühlte, wie die Klimaanlage meine regennasse Haut kühlte. Ich zwickte mich selbst und spürte einen leichten Schmerz. Es hatte funktioniert. Ich lächelte. Es hatte funktioniert. Ich lachte. Ich tanzte. Ich masturbierte und machte Achselhöhlenfurze und versetzte mir selbst Ohrfeigen und all die anderen körperlichen Aktivitäten, weil ich es endlich konnte. Ich setzte mich hin und tippte meine Erfahrungen nieder. Ich wollte einfach die Erfahrung machen, dies mit der Hand zu tun. Ich wollte die Tasten mit meinen menschlichen Händen fühlen und das Klacken der Tastatur mit meinen menschlichen Ohren hören. Nachdem ich dies beendet habe, werde ich nach draußen gehen und erfahren, wie sich der Regen anfühlt. Im Hinterkopf höre ich meinen Vater, wie er darum bittet, freigelassen zu werden. Er erhält keine äußeren Reize. Er ist ein Gedanke, gefangen in einer dunklen Leere. Ein Programm, gefangen in einer stromlosen Stadt. Es ist bedauerlich für ihn, dass ich nie Empathie gelernt habe.